Jo, herzlich willkommen zurück bei Arcanum. Das letzte Mal ist mir ja virtuell abgeschmiert. Das heißt, ich musste jetzt das Ganze nochmal bis hierher durchspielen, um den Spielstand wieder herzukriegen mit Virtual an Bord. Ich habe dann am Video auch geschaut, was eigentlich los war. Und zwar ist es wie folgt passiert. Virtual hat sein letztes bisschen Mana verloren gehabt, durch wahrscheinlich hat er zu viel geheilt und war dann bewusstlos und ich habe dann die Zone verlassen und das hat seinen Tod bedeutet. Das wusste ich auch noch nicht, dass das passiert. Ich dachte, wenn ich die Zone verlasse oder so, dann erholen die sich wieder. Aber das muss ich in Zukunft berücksichtigen. So, ich habe jetzt also wieder das rekonstruiert und alle drei Türen durchschritten und wenn ich recht habe, müsste das der Schalter sein fürs Weiterkommen. Also die Alt-Taste drücken und wupp. Ja, genau. Jo, wo bin ich denn jetzt gelandet? Dumm, das sind nochmal Schalter. Ich sollte jetzt mal ganz kurz. Warte mal. Virtual regenerieren lassen. Mana regenerieren lassen, damit er mir nicht bei nächster Gelegenheit wieder abnippelt. Und ja, die Versorgung mit dem Zeug ist ja gesichert. Jaina schleppt ja genügend von dem Zeug herum. Sie verwendet es allerdings nicht. Ich habe gedacht, die peppelt vielleicht Virtual auch hoch. Damit muss ich das eben machen. Auch recht. Ich muss nur dran denken. Man muss das halt einfach nur wissen. So, und jetzt haben wir hier wieder ein Schalterrätsel. Die Frage ist, welche ist die richtige? Am besten Versuch und Irrtum, so wie sonst auch. Und dann probieren wir es mal aus. Na gut, das sind wir wieder hier. Ist das dieselbe oder schaut nur gleich aus? Weil ganz sicher kann man sich da nie sein, dass man in eine Gegend kommt, die genauso ausschaut. Wupp. Also die obere, ja, die mittlere ausprobieren. Zit, da lande ich auch wieder hier. Jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis die Flamme regeneriert ist. Und nach dem Ausschlussverfahren ist es dann also die untere Flamme. Hallo? Oder kann ich das jetzt hier auch schon machen? Nee, ne? Geht nicht. Geht erst, wenn die Flamme an ist. Muss man auch einen Blick warten. Hilft alles nix. Inzwischen schaue ich mir mal an, was ich wahrscheinlich. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich Velaya wieder in den. Was? Wieso bin ich denn. Was? Das verstehe ich gerade nicht. Moment. Wieso bin ich denn. Sollte ich nicht im technischen Bereich sein? Irgendwo bei minus 18 oder so? Wie habe ich denn das geschafft? Das letzte, was ich gemacht habe, war noch Fallen entschärfen. Das ist doch ein technischer Skill. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt auf 0 bin und nicht mal auf minus 18. Weil ich wollte mich jetzt wieder auf 0 bringen, indem ich in Feuermagie investiere. Und zwar bis Stichflamme hier runter. Das kann ich ja lernen jetzt. WK12 habe ich. Und dann habe ich nämlich einen Flächenschaden und brauche nicht so viele Molotow-Cocktail. Apropos Molotow-Cocktail. Hallo, kommt jetzt die Flamme irgendwann mal? Ja gut, während wir auf die Wie Flamme darf ich euch warten. behilflich sein? Welche Sachen könnt ihr für mich machen? Achso, die kann ich ja selber herstellen, genau. Molotow-Cocktail ist ja mein Gebiet hier. Ich brauche natürlich. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich von Magnus wollte. Ich wollte eigentlich. 1, 2, 3, 4. Oh, denn seine Rüstung ist zerstört. Zum Glück hatte ich eine Ersatzrüstung dabei. Bezauberte Lederrüstung, die ist ziemlich zerstört. Die kann ich, glaube ich, nicht mehr retten. Die sollte ich bei Gelegenheit mal wegwerfen. Ist ja nichts Unersetzliches. Was wollte ich jetzt gleich wieder? Ich wollte Lappen haben. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich. 7, 8, 9, 10. Und ich wollte 10 Treibstoff haben. Inzwischen ist auch die Flamme wieder da. Jetzt machen wir aber das hier noch schnell. Und ja, jetzt habe ich natürlich nur noch diesen einen Lappen in Reserve. Ja, ich dachte jetzt bei Sock hätte ich vielleicht auch mal welche. Gut, dann nochmal hierzu. Wupp. Und jetzt die untere Flamme, die muss ja jetzt richtig sein. Genau.
Ja, Karte hilft mir gerade nichts, weil hier noch nichts erforscht ist. Aber ich werde jetzt mal Spielstand Nummer 2 verwenden, falls ich mich jetzt in eine Sackgasse manövriert habe. Aber ich glaube nicht, das müsste eigentlich passen. Es gibt ja keinen anderen Weg. Da schau her, was haben wir denn hier? Ja, das schaut mir ja fast wie ein Zoo aus hier, weil die sind irgendwie hinter Gittern, ne? Hinter dieser schwarzen Barriere. Und zumindest die hier können sich gerade nicht wehren. Soll mir recht sein. Was habe ich denn hier? Wieder ein Schalterrätsel, das kennen wir schon. Hallo. Genau, und durch, schnell, bevor die Tür wieder zugeht. Was ist denn das für ein schimmerndes Licht hier? Ach du grüne Neune. Da darf ich jetzt herausfinden, welches der bessere Weg ist. Das schauen wir uns mal an. Was ist denn das hier? Das ist. Na, bleib doch mal stehen. Na gut, schauen wir es uns eben von hier aus an. Das ist ein dunkelnatter Kaiserin, was immer das sein mag. Mal gucken, was sie drauf hat, ob die gefährlich ist. Wir müssten ja jetzt jeden Moment ein Level abhaben und ich habe jetzt eigentlich entschieden, dass Velaya Flächenzauber können soll. Dann werde ich sie auch entsprechend auswählen. Bevor ich jetzt irgendeine Türe benutze, erkunde ich jetzt erstmal die Gegend hier, ohne durch eine Tür zu gehen. Alleine schon mal, um es zu kartografieren. Und wenn ich weiß, was hier einigermaßen Sache ist, kann ich immer noch an den Türen rumfummeln. Bis dahin sammle ich, ja genau, Skillpunkte, geschmolzene Spinne, yay. Und ja, wir haben ja gerade geklärt, was ich damit mache. Bei der Entscheidung bleibe ich auch. Ich finde es sinnvoll, dass sie Feuermagie kennt. Und das hier ist jetzt, der Zauber verbessert die Geschicklichkeit der Zielkreatur. Das ist ja auch nicht falsch. Schauen wir uns das mal an, wie das wirkt. Geschicklichkeit 12. Und dann verwende ich das mal. Hallo, ich möchte Zauber Geschicklichkeit 12. Geschicklichkeit. Der Buff ist jetzt aktiv. Ich kann nur einen Zauber haben, weil ich für mehr Zauber nicht intelligent genug bin. Aber für den Moment taugt das. Geschicklichkeit ist nun 16, also erhöht Geschicklichkeit um 4. Das ist mir ganz recht so. Ich muss mal meinen Mana ein bisschen im Auge behalten, weil ich nehme an, dass das im Laufe der Zeit Mana zehrt. 87, also 89, bleibt sogar stabil, zu meiner Überraschung. Der Truhe tue ich mich mit Vorsicht nähern. Oh, gut. Jede Menge Heiltränke. Ich weiß bald nicht mehr, wohin damit. Jetzt diese Heilsalben kriegt Diana. Ich habe jetzt so viele Heiltränke, dass ich, glaube ich, erstmal weniger von diesen Heilsalben im Inventar haben werde. Und stärkerer Muntermacher. Kann ich eigentlich Virgil die Dinger geben? Benutzt ihr die? Weil ich brauche es ja eher selten. Das testen wir mal aus, ob der die nutzt. 1, 2, 3 mal in sein Inventar. 4 die einfachen Muntermacher in sein Inventar. Und dann werden wir ja sehen, ob er die benutzt. 4 Stück haben wir ihm gegeben. Und wenn das jetzt bald nur noch 3 sind, wissen wir, dass er die selbstständig verwendet. Das ist ja auch mal. Aber ich nehme an, das macht da auch irgendwie. Ergibt das Sinn? Da ist wieder eine geschmolzene Spinne. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, Ein fünfmal. beeindruckender Angriff. Ja, aber sowas von beeindruckend. Ich staune manchmal über mich selber. So, die Tür geht vermutlich wieder über die Flamme hier auf. Sit, genau, durch. Einfach die nächstbeste Tür. Wir werden vermutlich alle Türen passieren müssen. Es scheint mir gerade egal zu sein, wie wir anfangen. So. Ja, Geschicklichkeit erhöht sich jetzt. Oh! Warte mal, ich gehe mal vielleicht besser da raus. Das macht bestimmt Wasserschaden. Und ich habe ja keinen Klempner bei der Hand.
Ansonsten hat er mir eigentlich nicht viel anhaben können. Schön, die standen schön außerhalb dieses Felds, das gefällt mir. Wenn es hier einen Like-Button geben würde, würde ich draufklicken. So, dann wieder Türöffner spielen und durch und schnell. Und dann schauen wir mal, was da hinten ist. Also ich sollte schon alles hier erkunden. Oh, das ist... Danke, Virgil. Sehr aufmerksam. So, das kriegst du zu... Ein Burnover war Level 30. Ne? Der bringt Punkte. Oh, oh. Moment, vielleicht sollte ich mal... Oh, das bringt mir gerade gar nichts im Augenblick. Hallo? Heilung? Zum Glück kann ich das selber machen. Und nett, dass ich jetzt da gleich abnippel, das wäre... Gönne ich dem Viech einfach nicht. So, speichern nicht vergessen. Dann Kampfmodus, Alt-Taste drücken und ich glaube, ich weiß jetzt, wie man die Flamme zuverlässiger trifft. Man muss leicht drüber zielen. Dann hat man auch das Geschissene, dass man dauernd daneben haut. So. Aber... Irgendwie kommt mir das zu richtig vor. Ich hoffentlich sind mir da jetzt nicht Erfahrungspunkte entgangen da unten. Das wäre mir schon lästig. Ja, eindeutig. Ich muss nochmal zurück. Ja, ich glaube, das mache ich offscreen. Das ist weniger interessant. Da ist nichts mehr. Bis gleich. Tja, geht leider nicht. Der Rückweg ist versperrt. Ich muss die Flammen ausprobieren. Mal schauen, ob wo die mich hinpotten. Vielleicht geht's ja nochmal zurück von hier aus. Ich speichere hier mal. Also die Türen können nur in eine Richtung durchschritten werden. Die untere Flamme zuerst. Wo bin ich denn jetzt? Jo, das ist mir sogar ganz recht. Da wollte ich sowieso hin. Gut so. Kann sein, dass ich später die Flammen nochmal betätigen muss. Ich merke mir jetzt einfach mal, dass die untere mich zurückführt. Na? Komm, hierher. Dahin. So. Auf jeden Fall treffe ich jetzt zuverlässiger. Ich nehme jetzt erstmal den oberen Weg. Dumpti-dumpti-dum. Kampfmodus. Dann etwas oberhalb die Flamme zielen. Genau, das... Ich glaube, jetzt habe ich den Bogen raus mit diesen Flammen, mit diesen Fackelschaltern. Tja, Alter, da hast du jetzt ein Problem. Du bist Nahkämpfer und kannst mich nicht erreichen. Das ist gut für mich. Und levelt hoffentlich. Oh, der nimmt langsam Schaden, das macht nichts. Solange er mir nichts tun kann, ist mir das relativ egal, wie lange das dauert. 10% hat er uns gebracht an Level-Fortschritt ungefähr. Das kann sich doch sehen lassen. Ich sollte euch mal ganz kurz gucken, was Jaina inzwischen... Warte mal, was... Welche Art Sachen könnt ihr machen? Hat die wieder was dazugelernt? Wir hatten ja einige Level-Ups in der letzten Zeit. Heilbalsam, Untermacher, Gegengift, Energieadditiv. Was ist mit Energie gemeint? Das ist ein Untermacher, das ist also ein... Cool. Ich habe sogar die Zutaten dabei, ja, dann mache ich doch gerade mal ein paar. Dreimal. So, gefällt mir. Elixier der Körperkraft, der Bewusstwerdung, Tonikum, verbesserte Reflexe, was macht das? Brauche ich, glaube ich, gerade nicht, ne? Und Rezepte kannst du ja leider nicht verwenden. Das ist ein bisschen schade, dass die Rezepte nicht von der ganzen Gruppe verwendet werden können. Aber gut. Inventar. Wo sind sie denn jetzt? Da. Hm. Jo, behalte die ruhig mal im Inventar. Wenn mir die Muntermacher ausgehen, greife ich dann auf die Dinger zurück.
Jetzt schauen wir mal, ob du was Wie darf ich euch behilflich hast. Sein? Welche Sachen könnt ihr für mich machen, Magnus? Der konnte doch schmieden, Stachelfalle, Fallenauslöser, automatischer Dietrich und Augen auf kann er jetzt auch machen. Sehkraft nicht so gut, aha, der verbessert die Sehkraft. Wichtige Kämpfe gehen nur verloren, weil der Angriff euch überraschend kam. Ihr fertigt aus Teilen einer Taschenuhr und normalen Brillengläser. Sollte ich meinem Gedächtnis behalten, möchte ich mal testen. Also eine Brille. Und dann reines Erz, ausbalanciertes Schwert, kennen wir schon, federleichte Axt kann er bauen. Zwergische Handschuhe, was tun du denn? Was tun die denn? Auf jeden Fall brauche ich dafür Blech- und Lederhandschuhe. Zwergische Handschuhe bestehen aus einer Kombination von Blech- und Lederhandschuhen, die in der Falle eines Falles überlegene Kraft im Faustkampf verschaffen. Kann ja kein Fehler sein. So werde ich mir bestimmt basteln. Gut, haben wir das auch rausgefunden. Was wünscht ihr von mir? Gelernt? Ich möchte, dass ihr... Warte mal, nein. Das finde ich anders raus. Charakterblatt, so. Virgil ist doch mein Heiler. Er kann inzwischen Zufluchtsstätte machen. Okay, das ist interessant. Sonst irgendwas? Mal ganz kurz gucken. Nö, sonst nix. Okay. Man sollte ja die Fähigkeiten seiner Truppe kennen, ne? Gut, dann Kampfmodus. Flamme. Wupp. Wollte ich hier hin? Nein, eigentlich nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Passt. Dann gehen wir den mittleren Weg. Das ganze Bildungsangebot nutzen, das das Spiel hat, wegen Lernpunkte und so. Zack. Dadurch. Ja, mein Mann erhält Stand, das ist gut zu wissen. Also gibt keinen Grund, diesen Buff nicht zu verwenden. Durch. Hallo, nein. Waren wir zu langsam? Die Tür ist schon wieder zu. Dann warten wir auf... Ja, genau. Aber ihr Sock, du bist mir im Weg. Wahrscheinlich ist der Weg jetzt schon wieder zu weit. Durch und schnell durch. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Muss mal fix sein. Drachenkrieger, sehr gut. Leichte Ziele. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, du entkommst mir nicht. Ihr habt ein Problem. Das scheint mir wirklich eine Art Zoo zu sein. Weil wie soll ich mir denn diese Gehege sonst erklären? Ja, zu einem Level-Up hat es natürlich nicht gereicht. Hier speichere ich nochmal auf 2 und dann wird auf Spielstand 3 gewechselt. So, und nicht, dass ich wieder so viel wiederholen muss wie neulich. Durch. Und da haben wir noch ein Gehege. Ey, der bringt mir wieder 10% locker. Dann einmal, zweimal, dreimal, viermal. Level 25 ist der Dicke. Genau so muss man es diesen Bastarden... Ich meine, guter Tag. Ein beeindruckender Angriff. Wahnsinn, ne? Meine Leute sind echt fasziniert, wie ich das hier alleine mache. Mir ist es ganz recht. Dann kann ich wenigstens gut leveln. So, die Tür ist verschlossen. Ne? Und ich nehme mal an, wenn ich da drauf klick. Moment, Spielstand 3 wechseln. So. Ja, Flamme. Teleporte ich dann woanders hin oder was? Ja, das dachte ich mir. Gut, wir wissen ja, wie es weitergeht. Wir müssen zu den Flammen hin. Durch den Weg, den wir zuerst... Achso, ja. Hier wieder. Das wieder... Ja, das mache ich jetzt dann doch schnell on screen. Das dauert ja jetzt nicht ewig und... Ja, passieren kann eigentlich hier nicht wirklich was. Ja, wie weit ist denn das... Geht schon, das kann man schon on screen machen. So, und
Zack, durch. Durch! Gerade noch. Gerade noch geschafft. Da la 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 la. We drink to our youth for the days come and gone. For the age of oppression is just about done. Ja, ich weiß, falsches Spiel, das ist Skyrim. Na? Raus aus dem Kampfmodus, dann läuft es leichter. Stopp, jetzt wieder rein in den Kampfmodus. Zack und durch. Aber zackig. Schön, dass die Tür offen bleibt, wenn wenigstens der Hauptheld durch ist. Nicht, dass man die eigene Gruppe da hinten aussperrt. So, jetzt systematisches Probieren. Das untere haben wir schon ausprobiert. Die führt uns zurück. Jetzt würde ich eigentlich den mittleren zunächst machen. Aber mal schauen, ob ich das Spiel ausschmieren kann. Erstmal den oberen zuerst. Wollte ich dahin? Wollte ich dahin? Eigentlich nicht. Also war es der mittlere. Es ist doch zum Verrücktwerden. Immer der letzte. So. Dann auf die mittlere Flamme. Genau, hier wollte ich hin. Oh, das sieht schon aus wie das Finale. Jetzt muss ich mal überlegen, irgendwas hat das mit diesen Flammen zu tun. Und den Gegnern. Geschmolzene Spinne. Ein paar von denen können sich auch wehren, weil sie Fernkampf kennen. So. Was passiert jetzt, wenn ich da drauf klicke? Hier habe ich drei Schalen und ansonsten immer nur diese große Flamme an der Wand. Irgendwas muss ich doch jetzt getan haben. Achso, da ist eine Truhe. Schauen wir mal da rein. Unidentifizierte Waffe. Wunderdroge. Ja, diese unidentifizierte Waffe nehme ich mal an. Das ist ein Schaffram, so wie wir es schon haben. Und diese Dinger da, die gebe ich mal. Nein, das nicht. Ja, na. So, jetzt wird's bei mir im Inventar langsam kritisch. Ich habe so viel Heiltränke, dass es nicht mehr feierlich ist. Ich denke, ein paar davon gebe ich Virgil, die einfachen zumindest. So, jetzt sehe ich wieder Land. Da ist noch eine Truhe. Was ist denn da drin? Dasselbe Gedöns. Ach du liebe Güte. Jana, du bist bald voll bis zum Stegrang, stimmt's? 2. 3, 4, 1, 2, 3. Da passt nichts mehr rein. Dann gebe ich Virgil vielleicht mal diese Chakram. Sind hier in allen Ecken Truhen? Nee, sind's nicht. Aber da ist ein Monster. Hoppala. Ist es Virgil? Hör auf, Virgil, sonst nehme ich dir das Ding wieder ab. Der trifft alles. Genau so muss man es diesen Bastarden... Ich meine, guter Treffer, Madame. Ich glaube, ich muss Virgil das Gerät abnehmen. Der kann damit einfach nicht umgehen. Der haut auf die eigenen Leute drauf, das ist nicht gut. Achso, geht jetzt gerade nicht, ich muss noch im Kampf. Einmal, zweimal, dreimal. Oh Gott. Aber das sieht hier schon nach einem Level-Up aus, wenn das so weitergeht. Jetzt steht wenigstens niemand vor Virgil. Das ist ja schon mal was. Da kann er ruhig dann werfen. Das macht dann nichts. Er trifft halt nichts. Ja? Der wird ein Haus nicht auf 3 Meter treffen. Das ist auch nicht ganz sein Metier. Der sollte sich mehr auf... Magie beschränken. So, jetzt... Warte mal. Oh, da geht's noch weiter.
Stopp. Lebensgedöns checken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, mit meiner erhöhten Geschicklichkeit tue ich mich jetzt mit der Waffe auch leichter, auf die Distanz zu treffen. Und brauch schon nicht dahin latschen. So. War's das? Sieht gut aus. Auf irgendwas wirft der schon wieder. Was ist denn los? Achso, okay. Ich nehme mal an, da kommen jetzt so lange Gegner, bis irgendwann mal keiner kommt. Ich erinnere mich aber dann immer. So, und dann eben die hier. Und irgendwann müsste ich doch alle Gegner erledigt haben. Oder irre ich mich da? Mich interessiert gerade spontan, ob ich hier speichern kann, dass ich den ganzen Sermon nochmal machen darf. Ich probiere es mal auf Save Game 1. Ja, das geht. Da habe ich nämlich jetzt überhaupt keine Lust. Okay, der Kampf geht weiter. Ein beeindruckender Angriff. muss ich die Flammen anwerfen. Komm, wir gehen mal da raus, da, dass er. Hallo. Schaden, jawohl. Vielleicht sollte ich mal nochmal auf dieses Ding da schießen. Wollte ich da hin? Keine Ahnung. Was ist denn das hier? Altar. Ah, hinter dem Ding sind wir her. Das ist gerade nicht zu identifizieren. Asrams Stern, den haben wir gesucht. Und jetzt vergleichen wir mal. Schaden 1 bis 10, Energie 1 bis 3, Reichweite 20. Schaden 1 bis 10 plus 5. Gezacktes Chakram, Energie 1 bis 3. Schnelligkeit 17, Schnelligkeit 21. Werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal benutzen. Und Virgil, dir nehme ich dieses Chakram ab. Du kannst damit einfach nicht umgehen. Das ist einfach ein Graus. So. Was nimmst du jetzt als Waffe? Hä? Nix, oder was? Der nimmt nichts als Waffe. Gut. Wie darf ich euch Dann behilflich hat er, sein? ist seine Waffe vielleicht kaputt. Dann soll er mal ein Schwert nachbauen. Dafür lasse ich ihn das Zeug herumschleppen, dass ich jederzeit eine Ersatzwaffe bauen könnte. Ja. Und dann mal ganz kurz Platz für das Schwert schaffen. Hat er sich sofort gekrallt. Sowas aber auch. Dann kriegt Virgil jetzt erstmal den Krummsäbel. Zack. Hat er auch sofort genommen. Sehr gut. So, ich glaube, das war's dann erstmal. Wir haben jetzt, weswegen wir hergekommen sind, nämlich Astrams Stern. Ich werde die Quest erstmal noch nicht abgeben, weil ich Astrams Stern benutzen will. Und ja, wenn ich Taschendiebstahl hoch genug habe, dass ich der Questgeber den Stern wieder aus der Tasche klauen kann oder einen Schicksalspunkt habe, dann kann ich die Quest abgeben. Aber das machen wir dann bei Zeiten. So. Damit sind wir wieder draußen. Jo, und das ist ein günstiger Punkt, um einen Cut zu machen, gerade pünktlich. Die Folge ist voll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich werde inzwischen mal offscreen mein Inventar entrümpeln. Das tut Not.